So, einen wunderschönen Tag von den Malediven wünsche ich euch. Wir haben hier gerade den 2. Januar und ich nutze ganz einfach mal so ein bisschen die Zeit. Die letzten Tage waren mega. Wir haben das Jahr ausklingen lassen, wir haben das Jahr schön reflektiert und es macht auch Sinn, natürlich sich ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, was so das Jahr 2024 passieren wird. Und wir haben einiges geplant bei uns und ich nehme euch auch so ein bisschen mit, was ja das Jahr 2024 so bringt, was wir so machen werden. Erst einmal die letzten Tage hier auf den Malediven, mega, mega schön. Wir sind zum ersten Mal hier, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein und ich werde auch mal ein paar Bilder einblenden. Wir hatten eine richtig tolle Ankunft hier, wurden begrüßt und hatten dann hier schönes Neujahr, tolles Feuerwerk, mega. Das Ganze gibt natürlich sehr, sehr viel Ruhe und Entspannung, gerade auf so einer Insel hier. Ich meine, das ist eine Insel, die kannst du am Tag mehrfach umrunden. Da ist nicht viel mit Entdecken und Erleben, da ist aber sehr viel mit Entspannung und Reflektieren. Und das habe ich gemacht. Wir haben die letzten Monate sehr, sehr intensiv bei uns gearbeitet, haben super viele Ziele dieses Jahr erreicht, hatten sehr hohe Ziele, haben unsere Kundenanzahl mehr als verdoppelt, Umsatzlevel mehr als verdoppelt. Wir sind ja, sehr, sehr stark, was das Performance-Marketing der Branche angeht. Wir sind in sehr, sehr vielen Bereichen Vorreiter und das macht mich sehr, sehr glücklich. Aber das heißt natürlich auch, wenn du irgendwo Vorreiter bist und die Nummer 1 der Performance-Branche im mobilen Markt bist, dann hast du eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung für den Markt, dass du den Markt weiterhin mit sehr viel Wissen und mit sehr viel neuem Produkten-Know-how beeindruckst und weiterbringst. Und das war ebenfalls jetzt die Zeit, die wir hier gemacht haben und haben natürlich auch jetzt hier einiges an Produktentwicklung und Weiterentwicklung konkret gemacht. Und da möchte ich euch mal ein bisschen mitnehmen, was wir so konkret geplant haben. So, der erste wichtige Faktor ist Online-Marketing, digitales Marketing. Das ist für die Immobilienbranche schon 2023, schon davor, aber in 2024 ein Thema, das einfach nicht mehr erlässlich ist. Also du brauchst dieses Thema. Du brauchst diese digitale Sichtbarkeit. Es gibt keinen anderen Weg mehr als Immobilienunternehmer, egal ob das Bauträger ist, als Makler, Projektentwickler. Du musst digital sichtbar sein. Warum? Weil einfach deine Kunden auch überall online da sind. Die ganzen anderen Medien sterben teilweise aus und haben einen viel zu hohen Streuverlust. Und deswegen ist es der beste und effizienteste Weg, dass du dein verfügbares oder was für jeden auch irgendwo begrenztes Budget ist, eben auf das investierst, wo du sehr nadel- und haarscharf targetieren kannst. Und das ist einfach nur mal digitales Marketing. Das ist der einzige Weg, ja, wie du an die Reichweiten kommst, die du brauchst. So. Und das ist mal so Learning 1. Das heißt, es ist keine Frage mehr, mache ich Online-Marketing, mache ich digitales Marketing, sondern es ist einfach eine Frage, wer ist deine Region der Erste, der es macht? Und wer macht es richtig? Und das Thema, wer macht es richtig, ist insofern noch viel relevanter, weil es ist einfach so, dass diese digitale Zeit so extrem schnelllebig ist. Wir sprechen heute von künstlicher Intelligenz. Wir reden von Algorithmen, von virtueller Realität. Also alles Themen, die es ja vor mehreren Jahren noch gar nicht gab. Und das macht einem eigentlich bewusst, wie schnelllebig das ganze Thema ist. Und die Schnelllebigkeit bedeutet, dass du als Immobilienunternehmer gar nicht mehr die Chance hast, so richtig hinterherzukommen. Und das merke ich ganz häufig auch, natürlich bei vielen unserer Kunden, die einfach sagen, hey, wir wollen uns um unser Kerngebiet kümmern, Immobilien, den Vertrieb von Immobilien, die Präsentation von Immobilien. Aber was wir nicht machen wollen, ist, uns jeden Tag mehrere Stunden damit zu befassen, welche neuen Marketingmethoden, neue Marketingstrategien es gibt. So, und das ist das richtige Mindset. Du kannst es einfach nicht mehr handeln, wenn du nicht Vollzeit den ganzen Tag mit einem Team aus 15 bis 20 Personen nur digitales Marketing durchforstest, Strategien entdeckst, erkennst, aber auch ganz wichtig, antestest, mit sehr vielen 100.000 Euro Budget antestest und checkst, was geht nicht. Wenn du das nicht hast, dann wird es immer Leute geben, die besser sind als du. So. Und das ist extrem wichtig, was du verstehen musst. Du brauchst eine Agentur, du brauchst ein Team an erfahrenen Marketing-Spezialisten, die dich supporten, die dich betreuen und die dir das neueste Marketing-Know-how direkt servieren. So, und das ist auch der Grund, warum wir im letzten Jahr jetzt zum Marktführer geworden sind als Marketingagentur der Immobilienbranche, weil wir ganz einfach mit unserem Team
den ganzen lieben langen Tag uns nicht von irgendwelchen Side-Business ablenken lassen, sondern wir machen einfach nur Performance-Marketing. Und Performance-Marketing nicht für irgendwie jeden, sondern nur Performance-Marketing für die Immobilienbranche. Und das ist der Hauptgrund, warum wir so erfolgreich sind, weil wir eine Sache machen, Performance-Marketing, und das nur für eine einzige Zielgruppe machen, nämlich Immobilien. So. Und das machen wir nicht mit ein paar hundert Euro Budget, sondern das machen wir mit mehreren hunderttausend Euro Budget monatlich. Also wir haben nicht nur viel Markteinblick, wir beschäftigen uns nicht nur täglich damit, sondern wir testen das auch mit extrem viel Geld. Und deswegen ist einfach die Frage die, testest du selber weiterhin, versuchst irgendwas herauszufinden, was eventuell geht und was vielleicht nicht geht? Oder nutzt du das Know-how in eine Agentur zu investieren? Natürlich ist es ein Investment, aber du investierst ja nicht nur in jemanden, der dir die Arbeit abnimmt, sondern du investierst in jemanden, der sehr viel Know-how hat, wo sich ein Team aus sehr vielen Personen täglich damit beschäftigt und mit extrem 400.000 Euro Budget alles antestet, was es gibt, und dir dann das serviert, was am besten funktioniert. Und das ist einfach die Frage, die du dir stellen musst, wenn du einfach zum Branchenprimus deiner Region werden möchtest. So, weiterer Punkt. Künstliche Intelligenz. Werde ich häufig gefragt, Hans, was hältst du davon? Ja, alle reden von künstlicher Intelligenz, dass eine KI uns irgendwie alle ablöst, dass man Werbetexte damit machen kann, Creatives, Bilder damit machen kann, Videos damit machen kann. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, alles schön und gut. KI ist natürlich ein super schönes Tool, aber was KI macht, ist, dass am Ende des Tages durch KI deine Leistung immer sich mehr und mehr dem Durchschnitt annähert. Was meine ich damit? Eine KI ist nichts anderes als eine Sammlung von Daten. Das heißt, extrem viele Menschen, 100 Millionen von Daten dieser Menschen werden gesammelt und werden irgendwie eine Art künstliches Gehirn gepresst. So, jetzt gibt es bei diesen 100 Millionen von Daten dumme Daten und es gibt schlaue Daten, muss man sozusagen. Und dieses Gehirn wird sich irgendwo immer dem Durchschnitt annähern. Das heißt, du hast immer einen gewissen Durchschnittswert. Und dieser Durchschnittswert ist in der Regel nicht wirklich smart. Das ist einfach der Durchschnittsmensch. So. Aber wenn du Marketing machst, und gerade Marketing, willst du hervorstechen. Da willst du diese Belanglosigkeit, die vielleicht in deinem Markt herrscht, irgendwo durchbrechen. Du möchtest diese Schallmauer durchbrechen, dass du von Leuten gehört wirst. Und um das zu erreichen, brauchst du smarte, clevere Ideen, die andere nicht haben. Um das zu erreichen, brauchst du Strategien, die andere nicht haben und auf die andere vielleicht auch noch gekommen sind, der Art zumindest. Und da hilft dir einfach KI in der Form nicht. Aber was dir hilft, ist, dass du KI, und das ist der Punkt, vielleicht als Ideengeber siehst. Das bedeutet als Mittel zum Zweck, um ein bisschen auf Inspiration zu kommen, aber dann ganz klar mehr nutzt. Das heißt, dann dich selber anstrengst und dann dich selber verwirklichst in Form von Texten, Videos, sonstigen Themen. Das ist der Punkt, wie du es machen musst. Nutze KI als Ideensourcing, um ein bisschen auf die Gedanken zu kommen, dich inspirieren zu lassen, aber setz dich selber hin, mach geile Texte, mach geile Videos, geile Bilder, geile Funnels oder beauftrag jemanden, der es kann. Aber das ist der Punkt. Ich glaube, das Große, um das Ganze mal so für 2024 zusammenzufassen, und das, was du dich einfach fragen musst als Makler, Bauträger, Projektentwickler, einfach wenn du in der Immobilienbranche tätig bist, ist Folgendes. Diese Branche, egal was du machst, ist eine der ältesten und beständigsten Branchen, die es auf diesem Planeten gibt. So, ist eine der schönsten Branchen, die es auf diesem Planeten gibt. Und ich freue mich täglich, ein Teil davon zu sein und gerade mit unserem Know-how in den letzten Jahren hier zum Performance-Marketing-Marktführer geworden zu sein. So. Und das Wichtigste ist einfach, wie kannst du dich als Unternehmer an die Gegebenheiten anpassen, um noch erfolgreicher zu werden? Wie kannst du dich wie so ein Chamäleon an die Zeit anpassen, um das, was aktuell gegeben ist, egal ob das Ressourcen sind, ob das Politik ist, ob das Technologie ist, völlig egal. Wie kannst du das für dich nutzen, um einfach hier als Marktführer rauszugehen? Das ist die große Frage, die du dir stellen musst. So. Und es gibt immer einen First Mover. Und dieser First Mover, der den ersten Schritt macht, Dinge zu tun, die andere vielleicht nicht tun, hat einen einzigen Vorteil, den nennt man diesen First Mover Advantage. Und diesen Vorteil musst du einfach für dich nutzen. Du musst der Erste sein, der durch extrem spezifische Marketingbotschaften zum Beispiel extrem relevant für seine Zielgruppe wird. Was heute nicht mehr funktioniert, ist, dass du einfach eine Werbeanzeige schaltest, hey, ich mache hier eine Immobilienbewertung, trag dich hier ein und verkauf deine Immobilie bei mir.
oder mit mir. Das geht einfach nicht mehr. Aber was zum Beispiel geht, ist, hey, du bist gerade in einer Scheidungsphase, dir geht es nicht gut. Ich weiß das selber, ich habe schon sehr viele Kunden darin betreut, die in einer Situation stecken. Ich gebe dir emotionalen Halt, aber fokussiere mich auch darauf, deine Immobilie zu verkaufen, sodass du am wenigsten Kopfschmerzen damit hast. So, am Ende des Tages ist es in deinem Grundprinzip die gleiche Botschaft. Der einzige Unterschied ist der, dass du mit der anderen Botschaft viel spezifischer bist. Und das ist relevant. So, und wenn du das machst und sehr relevant für deine Zielgruppe wirst, dann wirst du zur Nummer 1, weil die Leute in dir den Experten sehen. Das ist wie der Facharzt im Vergleich zum Allgemeinmediziner. Jeder rennt erstmal zum Allgemeinmediziner, aber sobald das Problem relevant wird und spezifisch wird, wo geht man dann hin? Zum Facharzt. Und dein Ziel muss es sein, für 2024 der Facharzt für spezifische Zielgruppen in deiner Stadt zu werden und das durch geile, neue Marketingbotschaften so richtig, richtig für dich zu nutzen. Und das ist der Way und damit wirst du Nummer 1. So, und wie gesagt, das schafft man nicht, wenn man da irgendwie versucht, selber irgendwie smart zu sein. Glaubt nicht immer, dass ihr die Schlauesten seid. So, das glaube ich auch nicht. Sobald du denkst, dass du der Schlauste bist, bist du automatisch nicht mehr der Schlauste. Das ist immer so. Das heißt, arbeite an dir oder kauf einfach das Wissen ein. So, und es bringt euch häufig auch nichts, irgendwie eine Marketingabteilung oder jemanden fürs Marketing einzustellen, der sich bei euch bewirbt und sagt, hey, hier, ich mache dein komplettes Online-Marketing. Leute, am Ende des Tages geht es doch darum, was willst du? Willst du jemanden anstellen, wo du glaubst, er kann's? Oder willst du auf Know-how mit extrem viel Budget zurückgreifen, wo du weißt, hey, das sind 10, 15, 20 Leute, die das richtig drauf haben? Die Frage musst du dir einfach stellen und dann wird's geil. So, letzter Punkt. Was passiert jetzt 2024? Wir haben massiv geile Sachen geplant. Es gibt keine Agentur, die so krasse Sachen geplant hat wie wir. Also, First Mover Advantage. Weiterhin der Erste, der Beste zu sein. Wir werden dieses Jahr krasse Events veranstalten. Events, die diese Branche noch nicht gesehen hat. Wir werden was in diesem Jahr launchen, was der Markt noch nicht gesehen hat und was diese Immobilienbranche verändern wird. Und wir werden dieses Jahr upgraden auf ein Büro, was der Markt noch nicht gesehen hat. Also, viel geile Sachen, kann ich eigentlich fast nichts verraten, so, ist klar. Aber es werden sehr, sehr geile Sachen kommen, was dieses Jahr so abgeht. Von daher, seid gespannt. Wir werden jetzt die letzten Tage ein bisschen ausklingen lassen, dann geht es wieder back to business. Wobei jetzt auch schon Business ist, immer so 2-3 Stunden mindestens am Tag arbeiten. Das ist einfach geil. Und dann wird es eine richtig geile Sache in dem Sinne. Genießt noch ein bisschen die Zeit und dann haut wieder rein. Bis dann.